Auch das kann Kunst sein. Der alte Wasserturm zeigte sich am Wochenende in einem ganz neuen Gewand und wurde zur Projektionsfläche für die Lichtinstallation eines Berliner Künstlers. Zu verdanken war das Lichterschauspiel dem Museum gegenstandsfreier Kunst in Otterndorf. Wir haben mit Philipp Geist eine Ausstellung geplant, schon vor Jahren. Und er hat sich bereit erklärt, an drei verschiedene Orte zu bespielen. Einmal im Museum gegenstandsfreier Kunst in Otterndorf. Innen haben wir seine Fotografien, das sind gegenstandsfreie Fotografien, die er bei uns zeigt. Dann haben wir an dem Eröffnungsabend im Juli eine große Illumination gemacht von der Fassade des Hauses, die er bespielt hat. Und dann war eben der Grundgedanke, dass er mal rausgeht. Und da hatte Herr Bielefeld, unser Landrat, die Initialzündung gegeben, dass wir eigentlich das auch mal in Cuxhaven machen könnten. Ursprünglich war angedacht, das Kreishaus zu illuminieren, aber dann hat Philipp den Wasserturm hier gesehen und sich gleich verliebt. Kaum ein Cuxhavener blickte bislang wohl so lange auf das alte Wahrzeichen. Für anderthalb Stunden verzauberte der Künstler Philipp Geist das eher schnöde Cuxhavener Bauwerk in einen echten Hingucker. Liquid Time, so der Titel der Kunstinstallation. Aus diesem Grund musste es für den Multimedia-Performer Geist genau diese Fassade sein. Ich habe mir dann den Wasserturm ausgesucht, weil der Ort auch durch das Thema Wasser für mich interessant ist. Das Ambiente gefällt mir hier besonders gut. Der historische Charakter des Gebäudes finde ich interessant. Und da kamen eben diese Komponenten, die für meine Arbeit, für meine Installationen interessant sind. Zeit, Wasser und auch diese Zeitschiene in die Vergangenheit und ins Zeitgenössische kamen hier einfach wunderbar zusammen. Kurz vor Beginn der Lichtershow stand er noch da wie eh und je. Für die Zuschauer noch etwas Zeit, sich bis zur Vorführung auf dem Kämmererplatz dem Fest zauberhaftes Vergnügen hinzugeben. 21:45 hieß es dann, Licht an für die große Show. Obwohl Größe hier nicht vorrangig war. Jungs hatte ich auch eine Installation an einem kleinen Fachwerkhaus in Ahrenshoop an der Ostsee. Wirklich kleines Gebäude, aber auch da Installation auf so einem Gebäude dann so zu definieren, ist nicht ganz ohne. Also es geht nicht unbedingt gleich immer um die Größe und ich bin auch nicht interessiert, immer größer, schneller, weiter, sondern einfach schöne Orte, gute Orte, die für meine Themen einfach auch interessant sind und für mich mit meinen Installationen dann auch funktionieren. Vor Cuxhaven machte sich Philipp Geist bereits international einen Namen. Ich habe von ihm in Thailand gehört, wo mir erzählt wurde, dass er eben den Palast von Bhumipol illuminiert hat und da waren 2,1 Millionen Thai, die da gejubelt haben und da galt er als der Magier des Lichts. Wer sich näher für die Kunst von Philipp Geist interessiert, der kann seine Ausstellung im Museum in Otterndorf noch bis zum 22. Oktober besuchen.